Moin! Hallo! Hey! Ich bin jetzt ein Kartonkopf. So, Dennis! Gibt bestimmt viele, die Dennis heißen. Aber heißt er Dennis mit einem N? Achso, dann heißt er Dennis. Der Dennis, der Dennis, der hat einen großen Piedenen. Der Franz, der hat einen kleinen. Was reimt sich um Franz? Hans. Hans. Pass auf, ich hab was! Ja. Wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben für Dennis was Schönes. Aber eigentlich ist das doch eine Überraschung, wenn wir das jetzt filmen. Nee. Das Video kommt ja jetzt erst Sonntag. Achso, ich bin ja immer in der Zeit. Kommt ja gerade in den Morgen quasi schon. Also. Jedenfalls haben wir richtig schöne Sachen für Dennis und seine Ische. Ische ist Ostdeutsch und bedeutet Fru. Und Fru wiederum bedeutet Frau. Also seine Dame. Wir haben hier so eine schöne Omas, nennen wir die. Mhm. Da steht Ostpuppe drauf. Wäre auch blöd, wenn mal andere drauf stehen würde. Dann haben wir hier so eine schöne Stullenbretter. Stulle ist Ostdeutsch und heißt Schnitte. Stufe, die gibt nur heute Abend zu essen. Französisch, warten, Stulé. Ja. Die packe ich da jetzt drin. Dennis! Und noch nicht genug. Noch nicht genug. Es reißt nicht ab. Es reißt nicht ab. Wir haben mal noch ein Set Aufklebers. Das sind Stickers. Stickers? Das sind Stickers. Stickers? Die packe ich hier in diese schöne Tasse drin. Also die Tasse kannst du wegschmeißen, weil die sind nur dafür, dass die Sticker nicht knicken. Quatsch! Zack, die hau ich hier rein. Eine Schwatte und eine weiße. Eine Schwatte? Mach die kleinen Kartons wieder, die Schwatte. Ach so, mach ich. Und hier ist eine weite. Könnt ihr euch zu Hause streiten, wer die kriegt. Oder man kann ja auch tauschen, mal so wechseln. Ja. Jeder ist mal dran, außer weiße. Oh, sind gute Dinger, wa? Na, Emaille. Emaille. Ich finde die gut. Warum hab ich eigentlich so eine nicht? Das können wir nochmal bequatschen. Ja, das sollten wir auch tun. So, Padhof, der kommt mit Rinnen. Ja, Rinnenkarton. Er hier, wir sind aber noch nicht fertig. Nee. Dann haben wir hier ganz tolle Aufkleber. Ja, das ist eine quasi, wenn man so will, ist das eine Limited Edition. Wir zeigen die extra so rum, weil wir noch nicht zeigen, wie die wirklich aussehen, weil die sind quasi taufrisch. Das sind die, die wir erwähnt haben beim 1000 Abonnenten Spezial. So sieht's aus. Das sind die jetzt. Das ist der Prototyp. Aber das ist quasi erstmal ein Probedruck. Was bedeutet, dass wir davon wirklich nicht viel haben. Das heißt, das ist eine absolut exklusive Sache, weil wir die jetzt noch einmal veränderten, weil uns da eine Sache optimierungswürdig vorkam. Ist aber dann letzten Endes trotzdem ja irgendwo eine Limited Edition. Also die haben einen hohen Sammlerwert in ungefähr 40 Jahren. So lange musst du halt noch warten. Ja? Die packe ich auch hier mit drin. Die sind ganz klasse, wenn du sie auspackst, kannst du sie natürlich zeigen. Dann ist schon soweit, ja. Aber da kommen noch mal welche in unseren Shop, die könnt ihr denn, die passen ja auch nicht rein. Nee, die kriegen sie dann bei den Bestellungen mit dabei wieder. Ach so, wird das? Ja, das werden die neuen Sticker. Ah, Aufkleber heißen die ja quasi. Ja, das sind auf. Also ihr Aufkleber. Werdet schon sehen, warum die denn so heißen. Das haben wir uns einfallen lassen. Nicht? Ne? Da haben wir ganz immer schlaue Köpfe. So, und dann haben wir noch, falls ihr rohren wollt oder weiß ich was, 4 nagelneue Big-Feuerzeuge. Funktionieren die auch? Zeig mal. Das sind Big-Feuerzeuge, die funktionieren immer. 1, 2, Winnetou und Indiana Jones. Zack. So, das haben wir. Ach so. Die soll ich da oben drin schmeißen? Na, für seine Nachbarn und Kumpel. Ja, ist für deine Kumpels und deine Nachbarn und deinen Hamster und was alles hast du noch. Visitenkarten, da ist hinten noch das geile Ding hier drauf. So, QR-Code. So ein Code, da kann man dann rinnen und ruff und gucken und was war da mit YouTube-Videos und die schmeiß ich von Weitem so rein. Warte. Gelernt, das gelernt. Kommt, das kommt. So, jetzt mache ich da noch so ein bisschen Verpackungsmaterial rein, dann klebe ich das zu. Mhm. Und dann backen wir da so ein Etikett drauf und dann kommt El Postus und dann geht das heute raus. Und dann, Dennis, hast du bald dein Paket, dein Fanartikelbild-Paket. Fanartikelbild? Fanartikelpaket. Dankeschöns Paket. Und wir danken dir für dieses wirklich tolle Kniebeck-Sunset, Alter. Das war eine ganz großartige Sache. Also ich finde es schön, wir freuen uns heute noch. Wir benutzen die oft. Haben wir im Video Mittwoch gesehen erst. Mhm. Sí, señor. Das geht los. Und jetzt müsste, wenn alles klappt und seine Frau uns das Video schickt vom Auspacken, müsste jetzt der Einspieler kommen. Jetzt kommt der Einspieler. Und danach geht's los mit dem Video. Mats ab! So, hallo ihr Hübschen. Eichi, danke für das Paket, ist es da? Und jetzt machen wir es mal auf. Ich freue mich sehr und bin echt gespannt.
Eiche und lösche. Halt geil. Cool. Das hänge ich mir auf jeden Fall auf. Endlich Papier. Ich hab's mir schon immer gewünscht. Danke. Papier. Oh. Ach, das sind solche Halstücher fürs Moped fahren. Sogar zwei Stück. Eins für mich und eins für meine Frau. Genial. Wie sieht die Karte schon? Die kann ich hier unten in Baden-Württemberg austeilen. Damit sie wissen, dass die gute Qualität aus dem Osten kommt. Das Ostpaket. Feuerzeuge, rauchen, passt. Förschprobrettle, so wie die Schwaben sagen. Förschprobrettle. Zwei Stück. Kriegt wahrscheinlich eine Tochter, meine Tochter eins, gell? Die möchte nämlich auch eine Simson haben. Eine S51 auch in Billardgrün. So, was haben wir hier noch? Yes. Aufkleber. Geil. Witzig. Oh, yes. Oh, guck mal, so Retro-Tassen. Aus Blech, emailliert. Cool. Absolut genial. Ha. Zwei Stück. Absolut geil. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Ich habe euch geschrieben, das ist das Projekt. Ich bin heute fertig geworden. Läuft alles tadellos. Und was kann ich euch mal zeigen? Aufpassen. Gut. Benzin an. Also, danke nochmal für alles. Ich bedanke mich und dann tschüss. Hallo! Juhu! Da sind wir wieder. Mein Urlaub ist vorbei. Jetzt werde ich wieder gezwungen, ein Moped zu bauen. Ich hasse es. Boah. Naja. Was wollen wir jetzt machen? Na, wir haben ja gerade Dennis' Paket eingepackt. Das haben wir auch gemacht. Und da haben wir gerade, glaube ich, auch gesehen, wie er es ausgepackt hat. Das haben wir auch gesehen. Und sich hoffentlich gefreut hat. Und jetzt machen wir machen wir ein bisschen am SR4 weiter. Also am SR? Strich 1. Am Strich, ja. Das Ding ist, ich würde ja jetzt Folgendes machen. Also mein Plan für heute, für dieses Video, nicht für heute, für dieses Video. Ja. Weil wir machen ja im Nachgang auch noch immer andere Sachen, weil auch wenn uns das keiner glaubt, aber es tatsächlich war. Kabel muss jetzt da drin, ran. Den Päckträger habe ich übrigens schon festgeschraubt. Ja. In der Zeit, als du zu tun hattest, da war ich nicht untätig. Mhm. Den Nuppi suche ich immer noch, aber den finde ich noch. Was wollte ich denn sagen? Ich würde jetzt das Kabel hier zur Lampe hinziehen, ja, dass ich dann das Hinterrad drin machen kann, ja, den Motor einhängen kann, die Kette ranmachen kann, dass wir den Rollbar haben, weil wir die Bühne nämlich gleich brauchen. Ich sage aber nicht für was. Für ein anderes Video. Da suche ich aber, und da bin ich mir nämlich nicht sicher, da müsste ich gleich in die Zeichnung gucken, aber ich glaube, das ist so, wir müssen ja noch so eine Kabeltüllen drin. Ja. Kann ich behaupten. Einmal hier. Die haben wir auch da, die Kabel. Ja, dazu, und einmal hier. Ist hier wo? Hier unten? Da, guck mal hier. Ja. Siehst du meinen kleinen süßen Finger? Na sicher. Ich weiß nicht genau, ob die mit bei waren. Das würde ich jetzt nochmal schnell suchen. Mhm. Und siehst du, wenn wir gerade die Teile hier auf dem Tisch zeigen, einer kommentiert wegen dem Schraubensatz, warum der denn so blöd ist, obwohl der doch von unserem Shop sein soll. Ist er nicht. Genau, pass auf, das war, genau, das war das ein bisschen anders. Der Kunde hat quasi hat den Spatz irgendwo her gehabt, keine Ahnung, hat den irgendwie komplett auseinandergebaut oder der war schon auseinandergebaut, weiß ich auch nicht. Jeweils kam er hier an, er hat keine Zeit, er ist Vater geworden, er schafft es nicht zusammenzubauen, können wir das machen? Ja, alle Teile sind da, die hat er irgendwo bestellt, weil, weiß ich, gibt ja Haufen Versender. Deswegen war der Schraubensatz so. Wie unsere Schraubensätze sind tatsächlich irgendwie immer so kleine Tütchen und beschriftet. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Deswegen ist das so. Also, da haben wir uns schön wieder rausgeredet. Aber ist ja die Wahrheit. Was soll man sagen? Ja, wir wollen ja hier nicht lügen. Ja, jedenfalls würde ich jetzt mal die Dinger suchen, wenn ich muss ich sie noch besorgen. Ja. Und dann würde ich dann anfangen, das zu machen, was ich eben erwähnte. Gut. Nicht? Aber die sind nicht mit Mank. Das heißt, ich gehe jetzt nach vorne und hole da noch mal was. Aber das ist gar nicht schlimm. Wieder alles bei uns.
Naja, es war ja jetzt ein bisschen hin und her. Wir hatten ja auch ein bisschen andere Sachen noch zu tun. Wisst ihr? Ja. Ich hol mal schnell. Okay. Hier muss man immer noch Loch durchpieken übrigens. Ich habe jetzt diese Töne gekriegt, war ja nicht so einfach. Zeig mal nochmal bitte. Da, hier hinten ist schon drin. Zecke. Aha. Ja. Jetzt muss ich aber, gerade schon mal versucht, das Kabel dadurch zu packen. Das passt aber nicht dadurch. Also passt schon. Aber ich muss mir das ziehen mit einem. Kann ich das irgendwie. Mit einem Borstenzug. Aber irgendwie will er da oben nicht. Da ist er. Da ist er. Und da binde ich mir jetzt das Kabel an. Verstehst du? Ja. Mit Schnisolierband. Mhm. Und dann zieht mir das da durch. Und dann ist das Kabel da nämlich drin. Und dann können wir nämlich das Rad da einbauen. Das weil, gut. Das war eigentlich wieder eine ganz. Meine, das ist ja eine logische Sache. Mhm. Aber ihr wisst ja, fällt uns ja manchmal schwer mit dem logisch Denken. Und naja, wenn man so im Machen ist, dann ist man ja so im Machen. Im Tun. Genau. Und deswegen vergessen wir dann manchmal so eine essentiellen Sachen und bauen dann das Rad wieder aus. Und da wollte ich mir natürlich klemmen. Ja, kommt. Richtig. Ist Mittag? Nee. Ist Stefan nur, der durchrennt. Stefan? Nein. Was machst du jetzt? Ich baue jetzt ein Moped zusammen. Ja, das gut. Der darf ein Moped schrauben. Der darf ein Moped schrauben und wir? Machen wir doch gleich vor aus. Na, da bin ich gespannt. Kannst du ja so machen wie Löschel. Du hast einen Scheiß hochgehalten. Das ist gerade. Ey, na, pass auf. Ich hab mir das Video nochmal angeschaut. Du hast ja einen richtig blöde hochgehalten. Du bist ein schlechter Mitwickler gewesen. Hör mal zu, ja, pass auf, das habe ich mir schon gedacht, dass es wieder ja, in die Richtung geht. Ja, natürlich. Und, aber da habe ich jetzt zum ersten Mal gleich schon mal genau den richtigen Satz. Mehr weil als jetzt, Vollgas kann ich nicht geben. Ja, aber der Reifen, der muss ja drehen, der braucht ja Kontakt. Ja. Wenn ich den Moped hinten in die Luft hänge, dann können wir lange wickeln, da passiert dann nichts. Passiert dann nichts. Hier, will ich weiter. Wo hängst du denn? Mittendrin, wa? Genau. Ich bräuchte so eine Röntgenkamera. Okay, ja, ist schlauer, wa? Doch, hier ist er. Hast du ihn? Ja. Jo. Cool. Ein Willi-Contest. Ja. Wir sind übrigens bald wieder auf dem Treffen, also in übernächste Woche. In Wesenberg. In Wesenberg. Blende ich hier mal einen Banner. Bim. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir. Quasi. Wesenberg. Das ist hinten bei Rheinsberg, glaube ich, die Ecke. Ich weiß es nicht. Wesenberg-Miro, glaube ich, da. So ist das. Das ist in der. Ist das denn schon die Mecklenburgische Seenplatte? Ich glaube, ja. Wir sind auf jeden Fall Samstag. Da, vielleicht sogar schon ab Freitag. Das heißt nicht Samstag, das heißt Sonnabend. Ich muss ja für alle sprechen, dass sie verstehen. Sonnabend kann doch nicht jeder. Ach so. Ja. Ich habe allgemein Deutsch gesprochen. Ne? Allgemein Deutsch? Ein allgemeines Deutsch. Du, naja, jedenfalls sind wir da. Hat gerade geglaubt? Nee. Hallo? Nee. Doch. Gib Mittag? Mittag? Schnell. Mittags. Mittag war gut. Mittag war sehr gut. Ich hatte so Lachs mit Dingen. Ich hatte auch Lachs mit Spinat. Ne, Lachs auf Spinat heißt es. Aber als du bestellt hast, ja, da hatte ich eigentlich ein paar Mal gesagt, ich würde noch gerne Pfifferlinge dazu nehmen. Ja, ich habe die nicht vorgenommen. Ich habe telefoniert. Und dann lass ich mich nicht voll quatschen. Von also pass auf, du hast das genau gehört, Alter. Ja, natürlich habe ich es gehört, aber ich wollte die nicht mehr vollnehmen, weil ich habe telefoniert. Aber soll ich dir mal was sagen? Mach das. Was ich heute Nachmittag mache? Nee. Ich habe nämlich von meinem Cousin, mhm, der hat mir nämlich geschickt, das ist nämlich ein kleiner Waldschrat. Ja. Liebe Grüße an Mirko. Der hat mir geschickt, es gibt jetzt Pfifferlinge. In dem besagten Wald, den ich natürlich nicht kundgeben werde. Pfifferlingenwald. Oh. Und da werde ich heute Nachmittag wahrscheinlich mal, werde ich mir mal ein Moped nehmen. Und dann werde ich da mal hinrammeln. Und dann werde ich mal ein paar Pfifferlinge, vielleicht esse ich jetzt zum Abend Pfifferlinge. Oh, da hätte ich Bock drauf da. Mhm. Das hast du nie gemacht. Weil ich habe das jetzt dadurch gezogen. Genau, das ist ja schön. Eine Verschönerung. Jetzt ist ja die Sache, die ich mir ja die ganze Zeit stelle, die Frage, hier ist ja eben so ein Massekontakt. Ich komm mal rum. Da muss ich mir mal. Ah, der geht. Wo geht denn der? Warte mal, was könnte das. Was ist das hier? Ist das vielleicht von der Schnatterie? Nee. Aber kann, na, das kommt aber vielleicht damit drauf. Ja, das kann Sinn. Ne? Das ist auch, Masse. Ja. Aber wo geht denn das hin? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Das muss ja irgendwie nach vorne hin. Ach, das ist vorne Licht. Ah. Ja, das macht Sinn. Und dann wird es nochmal so verteilt. Das heißt, aber, ach, und er ist der Bremslichtkontakt. Jetzt müssen wir uns konzentrieren, weil wenn das... Nee, das ist auch eine Masse. Wir sollten vielleicht einen Schaltplan noch organisieren. Habe ich hier, warte. Achso, das ist schon da, ja. Aber das muss der Bremslichtkontakt. Aber wir wollen den Bremslichtkontakt, deswegen müssen wir uns jetzt konzentrieren. Den Bremslichtkontakt, ja... Da frickeln wir uns ja eh um. Genau. So, hier diesen Schalter da anbauen. Ach, doch, Bremslichtschalter, mein Freund. Ah. Ach, der ist hier bestimmt anders fest, ah, oder? Genau, der ist ja dann auch in der Ringöse rangeschraubert. Da komm noch hin. Komm jetzt schnell durch. Ihr habt immer Spezien, ihr kriegt keinen ab. Keine bezahlte Werbung?
Ich habe kurz ohne Spezi. Wir haben ja eine neue. Wir haben jetzt die Zangen bekommen. Jetzt wollen wir ein Sponsoring von. Immer eine Kiste Dingens, ja. Oh, also wenn du jetzt eine Kiste Spezi dann kriegen, könnte wäre nett. Kann auch ein Sixer sein. Kann auch ein Sixer sein. Der nur für mich ist. Oder eine Dose, würde auch reichen. Das ist auf jeden Fall Bremslichtkontakt. Weil ja. Das würde ja bedeuten, Löschi. Ja. Ich schneide den ab. Ja. Und dann machen wir den vorne. Und dann zieh den dann hier mit durch. Aber ich würde sagen, wir lassen den erstmal noch auf die Länge, wa? Falls er noch. Nee, ich will nur die Ringöse abschneiden. Dass ich den da durchgezogen kriege. Ach so. Weil dann würde ich das nämlich kompaktisieren. Mhm. Ich würde den dann hier mit drin ziehen. Dass er dann nur eine Tülle rauskommt. Ja, 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 ja. Das macht Sinn. Das würde ich jetzt noch schnell machen, dann kriegt ihr doch besser durchgezogen. Aber er hier ist mir noch ein bisschen schleierhaft, weil er theoretisch ja irgendwo hier hängt. Na, guck doch mal, was die schwarze. Ach so! Du hast richtig dickes Papier, ey. Warte. Hä? Moment, ja. Guck mal, ja, komm mal vorne, ja, Batterie. Batterie. Schmatterie. Der kommt dann auch hier durch. Da müssten wir den aber erst durchziehen. Sonst passt der nicht. Mhm. Warte, Andreas rum. So. Jo. Schnatterinchen. So, Schnatterinchen. Aber er sagte laut Schaltplan Batterie direkt auf dem Rahmen, mehr nicht, ne? Da hätte nur ihn, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Ja, guck mal. Das ist ja Pluskabel von der Batterie. Ja, aber der. Ach, der schwarze ist der. Ja, und der andere ist nochmal Kote. Du kommst dann hier irgendwo mit gegen. Das finde ich aber noch raus. Das ist ja jetzt nicht so. Nicht ja. Beim Machen. Mir geht es jetzt nur darum, dass wir das jetzt nicht nachher, wenn wir Draht drin haben, hier noch rumfrickeln müssen. Ist ja richtig so, ja. Ich schneide jetzt die Ringöse da ab. Ja, ja, ja. Die verlöte ich dann wieder neu ran. Je nachdem, wie ich sie brauche. Wir wohnen gestört durch ein Telefonat. So, jetzt müsst ihr mal rüsen, wir wollen hier was abdrehen. Ja. Wir wohnen gerade unterbrochen im Telefonat. Ja, der hatte Probleme mit seiner Schwalwasaki. Da ist. Er hat eine Elektronikzündung. Ja. Hatte kein Funke mehr. Hat einen neuen Baustein eingebaut. Mhm. Und jetzt ist er eine Tour gefahren und irgendwie Rücklicht kaputt, Sicherung kaputt, bla bla bla. Jedenfalls irgendwo einen Kurzschluss gehabt, jetzt wieder Steuerteil, also wieder kein Funke, wahrscheinlich wieder Steuerteil kaputt. Ja. Und hat jetzt gefragt, woran er liegen könnte. Und meine Vermutung war, weil er gesagt hat, dass ihm so oft das Rücklicht kaputt geht und sein Vater da irgendwie schon so eine 12-Volt-Birne drin gedreht hat. Mhm. Was man bitte nicht macht, weil so ein Kurzschluss kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Das hat ja immer irgendeinen Grund. Habe ich ihm gesagt, er soll mal seinen Panzer, also er soll mal seinen Kabelbaum checken, weil er halt irgendwo einen Kurzschluss hat. Ja. Und das natürlich schon sein kann, dass durch so einen Kurzschluss das Steuerteil kaputt geht. Ja, das kann Sinn, genau. Ja, und ich habe jetzt assoziiert, indem er mir gesagt hat, dass er ein Rücklicht öfter durchschießt, dass er da einfach mal in den Panzer hinten, wo das Kabel lang geht, mal gucken soll. Und seinen Kabelbaum checken, weil er garantiert irgendwo ein offenes Ende hat, was gegen Masse stößt. Hundertprozentig, ja. Ja, definitiv. Also, glaube ich auch, das ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ziehst du gerade die Tülle hier drüber über das Kabel, ne? Ja, ich weiß ja nicht so richtig, warte mal, das muss ja immer alles komplett da durch. Ja, ja, ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob das nicht wieder drin passt. Aber mehr Kabelbaum ist das ja auch nicht wirklich. Nee, viel, ne? Nee, vorne hast du noch irgendwie ein paar, drei, vier Schlucken da. Ja, Blinker noch dran. Hat der überhaupt Blinker? Kiebe auf dem Schaltplan? Nee. Oder wie mit dem Messer, ne? Ja. Ja, hat keinen Blinker. Jo, geil. Ach, da kommen dann die Endkappen auf, die Lenkerendkappen. Mhm. Da ist ja, genau. Ist ja lieber, weil ich vorher sag ihn, halt, dass da die. Da können wir vielleicht so einen Innenlenker-Klemmenspiegel-Dings ranbauen. So eine Nierenform. Ja, das hat er, glaube ich, auch. Das, glaube ich, richtig. Ich glaube, da liegt so ein Ding. Und warum? Ich will da jetzt nicht rufen, ich nicht so viel. Ich sag ja, da, ich hab da so einen Spiegel drin. Ja, auf jeden Fall. Das sieht richtig geil aus. Ich sag dir mal, so ein Spatz ist eine richtig geile Karre. Ja, doch. Das. Wenn du hier so eine, habe ich ja schon öfter gesehen, hier so eine kleine Sitzbank aufbaust. So eine flachen, ne? Mhm. Und die Karre, ich sag mal jetzt nur mal, wenn du ein bisschen fancy rumfährst, willst, die Karre ein bisschen tiefer legst, sieht das schon geil aus. Ja. Brauchst ja nicht viel machen, nehme ich. Man kann den natürlich immer übertreiben, keine Frage, aber ist nicht unbedingt vonnöten. So, das sieht schon gut aus hier. Ja, jetzt ist die Frage, wo der hier hinkommt, weil wegen der Tülle. Aber rein theoretisch muss der ja hier drinnen irgendwo ran. Könnte ich mir vorstellen. Hier irgendwo hin, garantiert. Aber ist halt depulveriert. Na, das müssen wir dann machen. Aber tüllemäßig wäre das ja so. Mhm. Und dann zieht den. Aber der muss halt die andere Seite in Richtung Batterie rangehen. Weil das ist ja der Plus von der Batterie. Das ist das Plus von der Batterie. Ja. Warum ist der so bescheuert verlegt? Nee. Achso, dann muss ich den hier vorher rausholen. Hier, lass den einzeln vorbei, meinst du? Ja, genau, dann kommt der hier vorher raus. Deswegen ist er unterbrochen. Ja. Dann zieh ich den hier so drüber. Ja, dann haben wir auch ein Kabel weniger, was da durch muss. Guck mal, dann zieh ich den hier wieder raus. Guck mal, so. Und dann passt das auch. So, dann kommt der hier irgendwie rin verlegt, das sehen wir aber dann, wenn wir es machen. Mhm. Und dann kommt er hier rin.
Und dann ist das Original, Alter. Dann kann hier schon mal kein Kurzschluss mehr entstehen. Wo wir schon mal beim Thema sind. Weil das kann ich mir auch vorstellen. Hinten der Jummi weg, da durchgescheuert. Irgendwie alles in Fritten. Genau. Klack. Das gut aus, ja. So, so kann das gehen. Das so, das kommt dann ja her. Das können wir eigentlich gleich mal immer und dann bammelt das hier nicht so rum. Das ziehen wir dann hier so durch. Machen wir dann ja mit Kabelstraps alles immer schon fest. Ja, ein bisschen schick gemacht für mich. So, ich glaube, das würde jetzt erstmal so gehen hier. Mhm. Zack, jetzt hängt das erstmal so. Aber das ist schon mal verlegt. Ja. Würde ich mal sagen, dass das jetzt so kommt. Wenn nicht, sehen wir nachher, wie gesagt, beim Machen. So, jetzt eher hier, den wickel ich mir mal hier so rein, dass er hier auch nicht so rumhängt. Weil, wie gesagt, wir müssen den Moped nämlich gleich von der Bühne nehmen. Das war ja jetzt so die Vorbereitung für Hinterrad einbauen, ne? So kann man sagen, genau. So, die Tülle entfällt ja dann in dem Fall. Mhm. Und jetzt können wir nämlich das Hinterrad hier reinbauen. Gut. Und dann den Motor hinhängen, Kette dran und dann würde ich hier nämlich... Das würde ich auch noch gerne machen, den Lenker anbauen. Das wird ordentlich richtig schieben können. Da dürfen wir aber nicht vergessen, hier fehlt noch die eine. Ja. Und, ne? Ja, ja. Die hatten wir noch nicht. Ich weiß nicht, müsste jetzt eigentlich schon angekommen sehen. Gut. Aber dann haben wir einen Lenker und so, dann können wir schon schieben. Und das ist ja immer schon mal viel wert. Gut, dann baut ihr mal ein Rad da in. Guter Rad ist teuer. Na, das macht sich natürlich immer richtig klasse hier bei den Lenkern. Ich würde gerne hoch. Soll aber Stefan hochhalten helfen? Nein, noch kriegt er ja nicht. Abklappen. Noch kriegt er ja nicht. Oh. Oh, schön. Immer schön vorsichtig. So, jetzt wird es natürlich blöd, weil wir neue Silent-Gummis haben hier. Und die Kette kann ich halt nicht vorne geben. Genau. Warum eigentlich nicht? Weil ich ja filmen muss. Stefan! Ja. Kannst du kurz kommen, bitte? Ah, jetzt auf einmal so, oder was? Mensch, ja. Mach. Komm mal her. Komm mal her, mein Kleiner. Kannst du mal die Kette so ein bisschen straff halten, dass ich dir hinten den Rad eingefädelt kriege? Du, den Rad? Oh, das machen wir wieder. Das ist übrigens jetzt auch wieder mein Lieblingssatz. Den Rad? Nee, das mach mal wieder. Das mach mal wieder. Muss man drauf gucken, ne? Ja, das ist ja. Wie, ja? Ja. Das ist immer, wenn die neu sind, ist immer so straff. Stramm. Oh, ich glaube, du bist nicht ganz drin. Er war drin. Er war drin. Ganz gut. Oh, ich muss mit drei Mann den Radfehler nur. Ja, das ist. Manchmal ist komisch. Na, weil es neu ist. Hab ich jetzt euch ein paar Mal schon gesagt, ne? Ja. Ist das nicht neu? Nein, jawohl. Ach, jawohl, ja, gut, okay. Ja. Ich drück den mal so rein, dass ich das dann so ein bisschen fädeln kann. Aua! Instagram! Alter! Na? Oh nein! Den mach ich immer falsch rum drin, immer! Na, warum machst du das? Das Thema hatten wir schon mal, ne? Ja, das haben wir schon so oft gehabt, das Thema. Ja. Ich hasse das mit diesen neuen Dingern. Die Hardy-Scheiben heißen die, ne? Nee, mit dem Gummis. Junge, ich dreh durch. Haben wir nicht vorne offensichtlich lange gebraucht mit dem Rad? Ja. Das ist, weil die alle so neu und Arschgeschissen ist das da. So normal. Also das Loch ist schon mal hier richtig. Gut. Ja, so ist gut. Genau, so ist fast perfekt gewesen. Ach, gib mal. Wir warten schon. Ja. Wie rum denn nur so? Lange nach außen. Ja, ne? Achso, doch, wegen der Verpulverung, doch. Das hat wie eine Pulverung nie gepasst. Ah. Und der zieht ja dann das ganze Ding, na klar. Mach schnell einen Bolzen drin. Ein Polzen. Eine Verschnolzung. Eine Schnolzing. Oh, schön. Oh, guck mal. Schön. Danke, Stefan. Stefan, danke schön. Nee, hab ich nicht. Wäre lustig gewesen. Oh, gut. Guck mal vorne bei der Hintenseite. Oh, schön. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen mehr nach Moped aus. Ich finde es aber schade, was ich gerade sehe, dass auf der Kamera die Farbe nicht ganz rüberkommt. Die wirkt dunkler als in echt. Die Farbe fetzt, ne? Deswegen unser Lichtverhältnis hier drin. Aber ja, die Farbe ist cool. Und wenn ihr den Fällen nudet, ist stimmig irgendwie. Ja, ich guck mal. Das hat seinen Charme, ne? Ja, ja. Obwohl ich da unten eine bessere Felge schon wieder mich anleuchtet. Ja. Geil! Voll cool! Ja! Ja! Oder muss er nicht? Achso, ich muss ja hier mal filmen, was du machst. Fahrrad ist auf den Licht fokussiert. Gerade mit der Hand fest. Ja, das ist ja erstmal genau recht, ja. So, machen wir jetzt Motor drin, ne? Würde ich jetzt machen, dann ist das nämlich mit der Kette, dann geht auch das alles nicht mehr so kaputt. Gut. Nicht wahr? Ja. Motor! Die Hochzeit steht an. Hier, deine Aufgabe, die du immer hast. Ach ja. Guck
komm her. Warte, ich muss mal kurz die Kette. Mensch, immer ist irgendwas im Weg. Ja, ein bisschen höher. Ja. Nee, wie gesagt, höher. Wie höher? Da hinten, ja, ungefähr so. Boah. Jetzt muss ich den, ja, hinten. Moment. Wo ist denn der Hammer? Hier. Den brauchst ja du, nicht ich. Ach so, soll ich ihn drin prügeln? Ja, warte kurz. Hier kurz, ja. Ja. Jo. Optimal. Ja, das hängt. Schön. Ich guck mal kurz. Das ging ja jetzt schon mal. Ganz gut. Das sieht ja ganz toll aus. Dann hat er, aber du, dann ist das ja bloß ein Zweigang. Nee, haben die nicht drei. Nee, warte mal. Nur drei. Unten ist gehen. Hier ist Dreigang. Aber das kann ja nicht sein. Oder... Nickerchen, aber wie soll das gehen? Weil meine hat hier oben noch, das ist noch anders. Ja, du hast ja ein Hin und Her, ne? So ein Hin und Her Dreher. Ja. Weil. Hast du jetzt den letzten Keks essen? Okay. Das war ein Prinzenrolle? Gummibär. Oh, ey. Ey, mir wird hier nie was nehmen, wo du hier gebracht. Ach, jetzt auf immer, jetzt wo die Kamera läuft, ne? Ja, ich hab mal die da gesagt. Werden wir ja sehen, was das ist. Genau, der passende Bolzen für oben war da auch schon bei. Mit Mank. Aber lass den von meiner Seite drin stecken. Das ja, meinte ich ja gerade. Ja. Also dachte ich mir auch so, meine ich. Na, die Pulverei. Ich hab schon vorher gut durch den Motor passt. Ich dreh ab! Schlag hin. Mit links wieder und filmen. Das kriegst du schon Kamera hin. Reinhalten. Einwandfrei. Sauber. Ein Bein frei. Und das andere in Gips. Immer leerer, unsere schöne Schraubenkiste. Nee, so eine Kacke, Junge. Jetzt brauche ich hier eine Federscheibe. Nee, hier, guck mal. Nee, das waren 6er gewesen, Entschuldigung. Kann man aber auch die nehmen hier. Eine Zahnscheibe. Oh, ist das doof. Ja, ich glaube, das ist doof. Aber lass doch mal in den Schlauch buchen, guck mal, da reinkommt. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass da ein Federring drin kommt. Ein Feri. 21, es wäre die 2. Ja, ist doof, tatsächlich diese Scheibe. Zahnscheibe oder Federring? Zahn. Dann mach eine Zahnscheibe ran. Schüttel mal die Kamera rum. Möchte mal mit beleuchten. Dorthin ist diese Scheibe. Wir haben übrigens Besuch da gerade. Fix it Felix. Fix it Felix ist da. Dann blende ich mal kurz ein, wo wir bei dir waren, den Sticker, den coolen. Der ist das da. Stimmt, Fix it Felix. Ey, Fix it Felix! Ey Felix! Bist du Besuch jetzt dabei? Mhm. Ich muss rauchen. Rauchst du etwa? Ja. Weil kann man aber hier ist das eigentlich so, wenn einer rauchen geht, müssen alle anderen auch gefragt werden. So. Wir haben alles getan, was wir tun wollten. Sind wir durch für heute, sagst du? Ich hab keinen Bock mehr. Ich muss jetzt mal Abstand gewinnen. War ja auch mit Fix it Felix noch mit dem Dussel quatschen. Ich baue aber den Lenker noch auf, aber das mache ich ja einfach so. Aber jetzt könnt ihr mal, wenn die bis hierhin geguckt haben, die Leute nochmal sagen, weil ich will ja auch für mich wissen. Ja. Ob sie lieber diese Folgen haben und wollen nicht viel schaffen, aber dafür die da zeigen. Oder lieber, weißt du? Ich sag immer so. Das passt ja ins Jut eigentlich. Nee, ich sag, man kann sich in die eine Hand was wünschen und ja in die andere scheißen. Und dann muss man mal sehen, was eher passiert. Das stimmt wohl. ja, wieso? Wir heißen hier nicht viel Schrauben. Nee, ich meine, sonst haben wir immer so gefühlt ein halbes Fahrzeug in einem Video gemacht. Aber wenig gezeigt davon. Wann war denn das? Du, wann haben wir denn das gemacht? Weiß ich noch nicht. Also, da, wo wir nicht gefilmt haben. Ja, ist recht. Na, das, ja, könnt ihr ja mal sagen, aber eigentlich haben sie ja gesagt. Ist ganz gut so. Ja. Mann, und selbst wenn sie was anderes sagen, wir können das ja nicht steuern. Nee, das geht ja um was anderes. Das geht ja darum, auch, weil die Sendung ist ja voll. Und wir wollen ja nicht immer hier 4-Stunden-Videos machen, weil das guckt ja irgendwann keiner mehr. Sondern wir haben ja jetzt von der Zeit her das Kontingent voll. Genau. Und das bedeutet, und außerdem ist es so, Motor, so war ja klar, und das nächste, was wir machen, wäre ja dann die Elektrik, und das machen wir ja eigentlich immer so extra. Genau, das war ein extra Ding. Genau. Mhm. So, da, deswegen sind die Videos, gut, das letzte Video hier war natürlich so ein bisschen Faulheit sich schuldet, da haben wir wirklich nicht viel gemacht. Nee, nicht Faulheit, ich war angeschlagen so weltlich. Genau, stimmt, krank. Krankheitsbedingt. aber heute war es ja auch so viel Punnerarbeit, das Rücklicht daran, dann sieht es ja auch mal, oh, was ist denn da? Dann ist es ja auch mal so, dann brauchst du noch hier ein kleines Schräubchen, dann da ein kleines Schräubchen. Das sieht ja immer keiner, dann fummelst du das daran. Ja. Ne, klar, ein Rücklicht anbauen, denkt man, das dauert 2 Sekunden, aber so ist es leider nicht immer. Da musst du Kabel da durchfummeln und. Da kommen ja, das summiert sich ja. Jeder, der selber schraubt, weiß, von was ich spreche. Und alle anderen, die das nicht einsehen und verstehen, die schrauben nicht selbst. Ja, ist so. Ne, hast du gesehen mit dem Rücklicht, das ist total. Das war, ätzend, Das dauert, das hat bestimmt eine halbe Stunde in Anspruch genommen. Ja. Und das ist Fakt.
Das klingt Kram. So, und jetzt haben wir es aber so weit zusammen, weil wir haben heute gesagt, wir wollen die Räder dran haben und die Kette mache ich jetzt noch an, dass wir den Rollbar haben, weil wir nämlich gleich jetzt im Anschluss nämlich noch was anderes drehen wollen. Weil das heute einfach passt. Für nächsten Mittwoch quasi. Sozusagen. Heute passt es zeitlich bei uns nämlich so, weil wir nämlich in den nächsten Tagen und Wochen schon sehr viel coolen anderen Content geplant haben, müssen wir auch mal sagen. Ja, ist ja so, wie es ist. Das wird richtig geil, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Ja. Da sind wir nämlich mal weniger hier in der Werkstatt, sondern wir werden wieder ein bisschen on Tour sehen. Das ist nämlich auch immer schön. Und ich glaube, das gefällt auch den, und, naja, den Zuschauern, würde ich sagen, also euch. Das sieht man ja immer an der Resonanz. Und dann ist es auch mal was anderes und das finde ich irgendwie auch geil. Ja. Und deswegen wollen wir nämlich heute eine Sache noch machen, weil dann können wir es nämlich nicht verschicken. Und der Kunde ist auch wieder glücklich. So sieht es nämlich aus. Und mit dem Spatz, das ist ja, das hat ja ein bisschen, hat ein bisschen mehr Zeit. Mehr Zeit, sozusagen. Gut. Jedenfalls hat der Kunde das gesagt. Das hätte er nicht machen dürfen. Nein, Quatsch. Wir wollen es ja auch in Ruhe und nicht schnell, schnell. Das soll ja nicht auch vernünftig sein. Ne? Gut, Freunde. Abmord. Es trinkt der Mensch, es läuft das Pferd, doch heute ist es umgekehrt. Wir hauen ab, wir machen jetzt die andere Sache. Hau drin, Eiki von Ostmobit und Lösche war wir auch hier. Au revoir!